Adio, herzlich willkommen zu einer neuen Folge PUBG. Wir sind im Duo unterwegs, dabei ist Don John von Bonn. Servus. Ach, servus. Hi. Und wir sind auf Miramar unterwegs, wie ihr hier so schön seht. Ja, wie war es denn bei euch? Wir haben uns jetzt seit Wochenende nicht mehr gesprochen, auch an dich natürlich. Wie war es Wochenende? War ja nun mega warm. Ja, so viel hatte ich nicht davon. Hab gelernt. Okay. Hey, Gameboy HD. Hi, Steve. Okay, also du hast deine Zeit zu Hause verbracht. Richtig. Oh. Ist so geil. Ja, hab den Sommer ja noch vor mir. Da wird's besser. Meinst du, wir schaffen es bis in die Hacienda? Nee, ne? Ja, müssen wir halt relativ früh ziehen, aber es sollte schon gehen. Auto vielleicht? Irgendwo? Ja, ich zieh einfach mal durch. Hi, Tomo. Hi. Ich habe das Wetter jetzt auch nicht wirklich genießen können, leider. Fand ich ein bisschen schade. Aber es soll jetzt zum Ende der Woche wieder besser werden, ne? Hast du ein Auto unten? Ach, jetzt noch nicht. Muss ich gleich zeigen. Jetzt irgendwo zeigen. So, 3, 4. Bei dir haben wir Auto. An den Minen sind 5 Leute runter. Hi, Edwurf. Ja. Irgendwie so aus, wenn hier kein Fahrzeug wäre. Ich meine, weit ist es nicht mehr. Ich könnte schon noch das Betongelände mitnehmen, notfalls hier. Bars sind auch noch drin. Hi Mr. White, hi Simon. Grüße euch. Ich hab's leider auch nicht ganz geschafft. Die letzten 50 Meter muss ich laufen. Das war keiner das. Hab niemanden hinfahren sehen und ich sehe auch niemanden fliegen, also. Okay, hast du ja den besten Loot-Spot für dich alleine. Wie sein muss. Mein Innenhof. Ja, bei mir war es jetzt eher mager. So geil war es bei mir bis jetzt auch noch nicht. Eine Mini und eine M16 habe ich gefunden. Komm jetzt rüber. Jede Menge Zeug zum Heilen. Noch eine M16. Ein bisschen verwundert, dass gar keiner zu Hacienda ist. Irgendwie ist sie auch nicht mehr ganz so beliebt. Das Gefühl, als es wird irgendwie immer weniger, die dahin gehen. Ja, das ist ja vielleicht auch gar nicht unbedingt schlecht, weil so viele Waffen gibt es da ja gar nicht. Ja.
Grieche den Erdler? Bitte? Den Tropf hast du gesehen. Jetzt sehen, ja. Aber es ist zu weit ohne Auto, außerdem in der Nähe von Picardo. Ah, na. Endlich habe ich mal gescheite Waffen gefunden. Hier ein Zweier Rucksack. Die Fünfer. Was hast du für an Waffen? AKM-16. Hier würde noch eine Scar liegen, falls du möchtest. Okay. Oben am Balkon, schätze ich mal. Jo. Was hast du an Muni? Gar nicht so viel. Aber hier liegt eine Mini. Da habe ich einen Kompensator für. Ich nehme die mit. Ja, Mini habe ich auch dabei. Ja, ich leg dir mal hier oben zur Scar was dazu, wenn du möchtest. Haben wir genügend Munition? Da liegen 100 noch dabei jetzt. Okay, na dann sollten wir rauskommen. Hi Bundeswehrmotivation, hi Martin. Bauen wir nochmal 10 von den 100 Schuss. Mach mal. Liegt sogar deine Schrotflinte auch noch dabei, wenn du möchtest. Nein. Gibt's keinen zweiten Zweierhelm hier? Und Zweifachvisier. Der helle Wahnsinn. Ich hab einen Achter. Hat's ja. Nicht mal. Oh, das ist ja nett. Danke. Bitte. Ein Griff oder so? Oder ein taktisches. Taktischen Schaft hast du nicht zufällig? Nee. AK-Muni, was du brauchst? Nee, schmeiß ich jetzt selber weg. Hier ist ein Rotpunkt. Hier ist ein Griff. Feuerhelm. Was hast du zum Heilen? Ich kann dir noch was abgeben. Ich hab 3 Koffer, 3 Waffe. Bin ich eigentlich ganz gut dabei? 5 Koffer, 6 Waffe. Alles gut. Wenn sie ausgeht, schrei halt. Ja. Gebe ich dir was ab. Jo. Oh, Mündungsfeld ein paar Eier. Wohin? Oh, Richtung San Martin? Ja, können wir machen. Wir können auch weiter Richtung Zone mit. Wie du magst. Da oben ist eine Pfanne. Hey, ich würde jetzt zumindest noch die Hallen da mitnehmen bei San Martin. Oh, pass auf da. Schöne Grüße. Ja? Was? Waffe. Moin. So ein Visier wäre noch was.
Zweifach ist jetzt nicht so geil. Wenn ich was finde, melde ich mich. Gründungsfeuerdämpfer AR, hast du schon? Hab ich. Feuerrucksack würde ich auch noch kriegen. Drei oder was? Drei, ja. 1, 2, 3. Brauchst du mal noch das taktische Lager? Ja, bräuchte ich noch. Magazin brauchst du nicht noch. Ne, Magazin habe ich. Bisschen Muni noch. Und den Schaft. Und ein Kompensator. Ah, der wäre noch nice. Die Zone habe ich gerade eine Menge gefunden. Bin hoch auf 400 Schuss rund. Ah, oh, cool. Wird dir noch so 70 abnehmen wieder. Falls du was loswerden möchtest. Pfanne zufällig. Richtig, würde hier noch eine rumliegen. Pfanne habe ich. Ich hole mir eben den Dreierrucksack und gebe dir ein bisschen Munition. Muni habe ich gerade selber noch gefunden. Na gut. War hier viel zu viel Zeug zum Heilen dabei. Da will ich 7 Koffer und 8 Waffen. Ich glaube, die Koffer braucht man eigentlich nicht. Nee. Aber falls du keine mehr brauchst, werfe ich auch wieder welche weg. Ich habe auch schon 4. In der Regel reicht das. Brauchst du noch ein Magazin SR? Nee, habe ich auch schon. Okay. Oh, Zone ist wieder bei uns. Ja. Schwören können, ich hätte was gehört. Ja, dann komme ich mal in deine Richtung. Nee, nee, alles gut. Gut, dann nicht, dann mache ich die Hallen da hinten. Ich habe ein Vierfach gefunden. Sehr gut. Kannst du theoretisch auch mein 8-fach haben, dann spiele ich mit dem 4-fach. Ach. Außer ich finde einen Karabiner. Ja. Dreierhelm wäre noch was. Ja, Dreierhelm, Dreierwäsche würde ich auch. Oh, machen. Schuss! Ein Karabiner. Auf 110. Oben auf dem Berg, oder? Stimmt. Nee. Woanders. Okay. Eher die Richtung, wo ich gelandet bin. Wohin? Fahren wir schnell in die andere Halle, dann komme ich. Zeug.
Also ich habe jetzt 11 Buffer und Buffer. Ich glaube, ich werfe es weg. Okay, 12 Buffer. Karabiner. Hast du einen gefunden? Ja. Oh, sehr gut. Mit uns spielen. Das ist so. Dich kenne ich jetzt leider gar nicht, Maxi King. Das überlege ich mir schon immer ein bisschen, weil das natürlich auch immer mit Teamspeak und so weiter verbunden ist. Ich habe jetzt zwar nur 15 Schuss dafür, aber. Leute, wo ich jetzt weiß, die sind öfters dabei, da kann man schon das schon eher zusagen. Da weiß man die auch so ein bisschen einzuschätzen. Nicht übel, nee. Bist du denn? Ja, ich komme wieder in deine Richtung. Ja. Jetzt müssen wir bestimmt laufen. Na, ja, vielleicht haben wir jetzt so ein Glück. Hier wird ein Dreier-Moped stehen. Ich hab gehört, ich soll nicht mehr flippen. Aha. Bayerhelm hattest du? Bei. Ja, zwei. Brauchst du jetzt noch Booster oder sowas? Nö. Auch das Vierfach. Oh. Möchtest du eine Lavangenpurse haben? Ja, nehm ihn. Ich spiele eh nicht so gern Karabiner. Okay, willst du einen Kompensator von der Dingens? Und das hier? Und das? Das? Auch schon 5 Buffer. Ja, ich hab 11 gerade. Okay. Willst du den Karabiner spielen? Ja, nein. Ach so. Ja, komm. Ah, da ist ein 8er drauf, okay. Ah. Wir müssen ein Stück. Oh man. Hey Bergson. Moin Bergson. Ach, ihr kennt euch? Ja, der gehört auch zur Truppe dazu. Verstehe. Ah, so weit ist er nicht. Die Zone ist halt nicht mehr so groß. Warst du hier drin? In der Halle? Ja, da war ich auch drin. Okay. Ach stimmt, der war hier selber. Da ist sogar ein Feuerwerk dafür. Laut! Geschenk lässt er uns da.
Bankauflage brauchst du nicht, ne? Ja. Ist ja dran. Aha. Könnte das Gelände sein an der Kreuzung da? Vermutlich. Rüber zum Gelände mit der Stallung oder Richtung den Kollegen? Ich glaube, ich würde in der Mitte laufen. Die Stallung ist halt gefährlich, wenn da jetzt ranlaufen, sind wir komplett auf offener Fläche. Ne? Ja, schon. Aber es steht ein Panzer an dem Gelände. Welchem Gelände? An der mit dem Stallung links. Jetzt unter Gießener Bulli. Okay, gar nicht gesehen jetzt. Die sind weiter oben. Mit dem Karabiner. Und eine SKS. Ich sehe es auch. Zwei Stück 145. Ja, laufen. Berg hoch. Ich werfe hier mal zwei Koffer weg, falls du noch welche möchtest. Links ran oder rechts ran? Ja, links, oder? Vor uns an dem Gelände auf 95 laufen gerade zwei welche im Berg hoch. Ich sehe es. Wird sie laufen lassen, die sind fast ganz oben. Ich hoffe mal, die schauen nicht zu uns rüber. Irgendwie nicht. Hätten sie uns ja schon dreimal gesehen. Könnten eigentlich ein Stück hinterherlaufen. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ja, die sind hinter der Kuppe. Wir werden wahrscheinlich gleich die Straße ja, jetzt kreuzen. Jetzt sie da über die Straße gleich. Ja. Das Gelände ist halt drin. Ja. Die werden bestimmt in dem Gelände sich da verknuspern. Du willst ans Gelände ran? Lässt sich schlecht pushen. Links von mir, oh, ich sehe da noch zwei auf dem Feld. Ja. Hab einen Kill. Oh, okay. Ja, da haben zwei Parteien gekämpft, ich habe ihn geleached. Richtung? Oh, ich glaube, ja, es ist. 330. Hat einen Headshot. Auf mich wird geschossen von 60. Ja. Ja, von anderen Seiten wird auch noch auf mich geschossen. Warte, von hinten von 150 wird auf uns geschossen. Das sehe ich nicht. Okay. Ja, hier die Kuhle ist ganz in Ordnung. Wir müssen nur aufpassen, aus 320 sind noch ein Einzelner und ein Duo. Ja, die suche ich gerade. Ja, die habe ich gerade auch nicht. Die stressen auf jeden Fall, die muss er als erstes holen. Den einen habe ich da hinten bei 325 im Traktor geholt. Okay, die beschießen sich, die werden gleich in die Zone müssen, da können wir sie abfangen. Jo, ich komme hinterher. Ich sehe einen laufen auf, auf Nordwesten, ziemlich genau Nordwesten. Ah, ich sehe auch einen. Ist tot. Oh Scheiße, daneben. Zwei Leute vor. Einen ausgenockt. Beiden sehe ich gerade nicht. Ach doch. Wo? Auf 340 Heuballen. Läuft jetzt. Er ist noch nicht drin, er wird oben über die Kuppe reinkommen. Ja, ich sehe ihn.
Guck mal, schießt auf mich übrigens. Ja, von 155 irgendwie. Genau da, wo wir jetzt hin müssen. Der Typ umgekippt hier. Ja, pass halt auf, ist von hinten. Ich schau mal, ob ich irgendjemand sehe. Weil der da. Hat er nichts mehr. Der eine, auf den die geschossen hatten, der hat einen Ghillie. Wir sind einfach über die Straße, ne? Ja, ja, ich würde ein bisschen links rumcirkeln, oder? Dass wir nicht genau denen in die Arme laufen, die ganze Zeit auf uns geschossen haben. Hey, Dude. Willst du dich noch schnell boosten, bevor wir rüberlaufen? Kann man machen. So viel Buffer, wie wir haben. Heck. Ich sehe es ja auf 175. Auf Süden? Ja. Was? Ja, das ist. Hey, auf 85 drückt meine Gruppe auch welche. Es könnte jetzt ein leichtes Problem geben. Die sind auch nicht drin. Achtung, da links auf 85 auf Osten sind auch welche an hinter der Gruppe. Ja, hab's mitbekommen. Hab nicht mehr so viel Schuss. Das wird in 190 weggelaufen. Oh, liegt im Osten zwei Teams, die kämpfen. Bin hier oben beim Sniperino. Ja, komm mal zu dir. Der ist bei mir. Oh, er hat einen Headshot. Ja, ich wurde von links und rechts abgeballert. Oh, scheiße. Ach, Mann. Wie hat der denn noch? Das gibt's ja nicht. Er hat gar keinen Helm mehr auch. Scheiße, ey. Na gut, welcher sind wir geworden? Ja, welcher sind wir geworden? Fünfter. Okay. Schade. Ja, halt wieder gesandwiched. Also eine mache ich noch mit, dann muss ich los. Okay. So. Ah, schon wieder die Map. Schön, ne? Hm, ja, für mich schon. Für mich ist hier oftmals zu wenig los. Dass diese Hotspots wo down was los ist. Ja, dann halt dazwischen gar nichts. Genau. Das ist ja auf Rangel schon schlimm. Hier ist es noch schlimmer. Er ist schon ziemlich konzentriert hier alles. Hier fährst du viel mit dem Auto, ne? Da kannst du dir natürlich auch viel passieren, dass du mal rausgeschossen wirst. Ja, gut. Lieber Motorrad auf dem Map. Oh, klar. Bist du wirklich? Nee, das war einfach nur. Da hingeflickt.
Dann könnte man dann hingehen. Oh. Wenn man einen Longjob machen will, dann kann man hier das Vorgelände von Los Leones nehmen. Oder die gehen halt nach Poso oder so. Na komm. Poso. Wohin? Der Pozo. Boxhalle. Hier ist ja ordentlich was los. Wie viele sind bei dir? So, 4. Ich sehe gar nicht so viele. 6 sehe ich bei dir. Echt? Mhm. 7. Da ist schon ein paar. Und die kommen alle hier vorne hin. Oh, 4, 6, 7. Aber einer hat abgedreht. Oh fuck. Schon an die Boxhalle, oder? Ich bin jetzt drin. Ja. Bei dir einer war mindestens noch dabei. Ja. Treppe hoch. Siehst du den Kollegen? Nee. Ich auch nicht. Wirklich? Keine Ahnung, was der gemacht hat. Hier ist noch eine Pfanne. Okay. So. Ich glaube, jetzt sind wir durch mit Boxhalle. Ich habe weder Weste noch Helm. Irgendwie. Beste hat es hier noch eine, glaube ich, gehabt. Also hier auf dem, hier wo ich stehe, da oben. Ja. Helm habe ich auch nur einen gesehen. Hier liegt noch ein Zweierhelm bei mir. Okay. Komm sofort. Ich schau mal, ob ich einen sehe. Hast du irgendwie sich hier gefunden? Ich habe eine VSS gefunden. Oh, auch nicht schlecht. Hier drin. Ja. Mal. Oh, hier lag doch ein Kompensator, ja. Ah, den hab ich nicht gesehen. So. Jo, dann. Wohin? War nicht so weit. Keine Ahnung, ich würde sagen, wir machen einfach die großen Häuser zu zweit irgendwie. Okay. Pumpe? Hab ich. Willst du meine M16 haben zufällig? Hab ich auch. Nee. Einserweste, dazu brauchst. Nee, ich bin Level 2 komplett.
Der M16, dass er nicht mal eine M4 oder so rumlegen kann. Auch immer so, wenn einer M16 da liegt, dann liegen gleich noch 10 andere mit daneben. Oh, oh, war close. Siehst du wo? Nee, noch nicht. Muss aber in der Nähe von der Boxhalle gewesen sein. Nee, ich würde sagen, daneben. Quasi. Ja, ich sag ja in der Nähe. Ja, aber eher hier. Ja, genau, da wo du marschiert hattest, auf dem Backsteinhaus. Ja. Oh nee, lass ihn doch kommen. Ach so. Ja. Ey, der hat eine Pfanne. Ja, jetzt ist es geil. Also ich hätte halt beobachtet, wo er hinläuft und dann halt gegebenenfalls geschossen, wenn ich wüsste, alles klar. Check das mal. Jetzt fühlt er sich verunsichert. Na gut. Geht's noch mehr hin? Auch geht's nicht mehr. Da vorne steht ein Geländewagen. Ja, bei gelb. Der Mini, falls du möchtest. Mini. Oh, kein Magazin dafür. Oh, da liegt aber noch eins da vorne. Nee, das ist noch. Die M16 schießt auch schneller, deswegen. Danke für deinen Loot, Andi. Oh, Dreierhelm. Hi. Nur einen einzigen Buffer gefunden. Ich hab 4. Da kann ich hier einen abgeben. Auto? Kommt auf mich zu aus Westen? Auf Ballern? Ja, nein. Je nachdem. Der fährt weg. Hat angehalten, hat irgendwas gemacht. Wahrscheinlich hier jemanden eingesammelt und ist weg. Okay. Ja, wollen wir auch schon wieder in die Zone kommen? Ja, ich würde. Hier ist ein Bangbus bei mir. Ja, ich habe so ein Geländer-Pickup-Dingens. Hi, HG, hi. Dann fahre ich schon mal langsam. Ja, ich komme hinterher. Mit dem Bangbus kann man nur langsam fliehen. Aber eine schöne Farbe habe ich bekommen. Rot. Oh ja.
funktioniert vielleicht da. Ah, so. Guck mal. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, sie ist der Truck. Zwei auf dem Vorrat. Nein, ich hab's auch gleich gesehen. Willst du was haben? Nee, ich nehme den Bus mit, alles gut. Oh, was hast du jetzt davon? Ah, hier bin ich. Wohin zahlen wir? Keine Ahnung, ich schau grad mal. Da hat's noch so Bett am Teil. Ich hab noch nie. Das ist wunderbar. Hi, Willard. Warte dann dort auf dich. Okay. Lass dich nicht unterwegs abschießen. Also, Skellington. Hallo, Jürgen. Und danke für dein Loot, Jürgen. Wenn aber irgendwie so leer ist. Geil. Brauchst du noch einen Kompensator AR? Nee, ich brauch keinen. Oh, ne, 3er weißt du. 8-fach? Geht nicht auf die M16. Vielleicht mal als mitnehmen auf meine. Ja, hier liegt noch eine AK. Ah. Egal. Komm mal rüber, da ist noch mal so eine Halle auf 110. Und dann fahr ich mal zu der gelben hier. Oh, was ist das? Oh, bei mir ist schon die Geländewagen. Hier kommt was gefahren. Ja, ich hab leider nicht drauf schießen können. Ach, die OP. Ich war eine riesige Waffe. Ja, wie ich hier am Stein drehen konnte, waren sie schon weg. Wenn ich... Hey, kommt noch was? Oder bist du das? Jetzt bist ich finde das mit dem Motorrad bin ich. Aber ich fahre hier gerade übers Gelände. Also nah bei dir bin ich jetzt nicht. Ob ich heute noch ein bisschen Simracing streame? Es ist angedacht. Ich muss da noch mal schauen, wie ich das am besten mache. Kompensator AR, wenn man dann schon mal genügend hat. Oh, eine SKS. Und hier ist ein Mini. Du hast das 8-fach noch? Ja. Ja, komm, dann steige ich um auf die Mini. Ich habe auch noch einen Charlie SR gefunden. Nee, ich mach da den Kompensator drauf. Was mache ich mit dem Charlie? Jetzt brauchen wir auch noch einen Karabiner. Ja, oder wir nehmen die SKS mit. Nee. Alles scheiße hier. Oh, 20 Sekunden bis Zone. Schießen die auf dich? Nee. Oh, ich habe ein Vierfach gefunden. Hier liegt noch eine VSS. Karabiner war weg, close. Ja, die, da oben am Gelände, wo wir vorhin waren, ist der ungefähr. Ich hab noch einen Dreierhelm. Hier, bei Rot. Wo genau? Ist
Oben drauf. Markiert. Nee, nee, unten. Es gibt noch eine Möglichkeit hier. Ah. Dabei Geld. Hey du, Edwolf. Das sind die Gründe, wieso ich so gerne SMG spiele. Hat mich jetzt geschossen. Ja. Wenn man die Kiste hat, hier fährt nicht irgendwas. Ich sehe ihn. Zwei. Oben bei 30. Bei 30? Ja. Hast du einen erwischt? Nee. Oh! Er wurde ausgenockt. Er wurde ausgenockt. Ja. Oder auch nicht. Auch nicht. Nee. Du hast den Kollegen nicht gesehen. Und nicht gehört wegen dem brennenden Auto. Naja. Ja. Alles klar. Also ich bin dann jetzt aber mal. Ups, mach mal. Unterwegs. Mach mal. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke, dir auch noch. Bis dann, gutes Gelingen. Danke. Ciao. Ciao. User disconnected from your channel. So, sollen wir hier eine anständige Runde zustande kommen? Ach ja, komm, wir gehen Military. Wird schon gut gehen. So, 1, 2, 3. Hier, der holt ein Auto. 5. Das war's. Oh, der wird zu der Werfetafel gehen. Shit, jetzt habe ich ein Problem. Bring dich selber zu der blöden Tafel.
Oh Kacke, da unten ist auch schon einer. Ich bin tot. Sie. Ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen im Kreis laufen sollen. Oh, schade, das war die alte Map. Gehen wir doch in die Hacienda. Ja. Viele wollen mit. Also der auf jeden Fall. Oder auch nicht. Wo sind? Haben wir noch mit? So, er hat gut getroffen.
Darauf habe ich gehofft. Okay, wir sind schon mal full silent, wir haben aber Besuch. Immer noch kein Rucksack, fällt mir gerade so auf. Frage, wohin ist? Da hat er auf jeden Fall das Moped hingestellt. Hier liegt noch ein Schalli. Haha, ich werd nicht mehr. Den bringen wir mal in Sicherheit. Wo ist er hin?
frag mich schon, wo der hin ist. Der gute Dude. Der muss ja auch irgendwie gepeilt haben, dass hier gelootet ist. Ja, ruhig hier alles. Ja, wir sind halt auch in der Zone. Was soll man machen? Okay, wir sind immer noch drin. Könnte durchaus sein, dass hier welche angefahren kommen. Aus Picado. Sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Nichts los hier. Aber es sind noch viele am Leben. 46 Leute ist sehr viel. Da steht ein Auto auf jeden Fall, das sollten wir uns merken. Hey, wake up! Da schießt doch einer auf uns. Ah ja, da. Oh, fast getroffen. Fast. Hit. Bärchen. Spielen. Ach, der ist tot. Den hat deiner. Kapitiert.
Ah ja. Schau mal. Der wird den doch looten wollen. Wer auch immer ihn erschossen hat. Danke vielmals. Ah. Ja. Okay, das Auto lässt das schon mal stehen. Ich habe Neues. Naja, jetzt kommt der von der Hacienda. Du hast übrigens getroffen, Dude. Das ist ja eine feige Sau. Naja. Was? Ach man. User was moved to your channel. Hi Gregorik. Moin. Ich sehe das auch, wenn du hier im TS bist. Ah, okay. Ich habe TS immer offen. Na dann. Dann brauche ich ja nicht mehr dich anschreiben. Oh. Warte. Aha, so. Hi Bismarck. Hi. Und wie lange bist du wieder dabei heute? Seit einer Stunde. Ah, okay. Nicht so lange. Na dann. Ich bin noch frisch. Ja. Relativ. Hab heute nicht meinen fittesten Tag. Hab
bei so schönes Wetter. Euch vielleicht. Wieso bei euch nicht? Nee, nicht wirklich. Hat schon ein paar Mal geregnet. Sehr okay, früh. Über 20 Grad in Sonne. Okay. Ich nicht. Auch schon den ganzen Vormittag im Garten, hab den Vordermann gebracht. Du fauler Sack. Ja. Ich wollte ja heute vielleicht noch ein bisschen Simracing bringen. Aber da weiß ich auch noch nicht genau wie und was. Sache dann. Wir gehen Rotzer runter, oder? Ja, okay. Eine Punktlandung, ey. Ein Meter vor die Haustür. Ja, das habe ich auch geschafft. Aber ich habe nicht geschaut, ob welche mit uns sind. Ah, oberhalb von uns noch, auf jeden Fall. Der Halle. Okay. Oh, leck. Keine Waffe gefunden. Dir noch was? Ich hab Schrotze AK. Kann dir natürlich die Schrotze geben. Hier ist noch eine Uzi. Ja, warte, ich komm sie drüber. Oh, ein Dreier. Du kannst hier einen Zweier abholen. Wir werden verfolgt, glaube ich. Aus ist einer. Hör's. Kommt hoch. Ja, lass ruhig mal kommen. Keine Ahnung warum, der hat nicht mal eine Waffe. Jetzt fängst du schon an mit Stream-Snipern oder was? Außen ist noch einer. Sind tot. Gar nichts gehabt, ey. Das dachte ich mir. Die Einser, das... Boah, hinter uns, ah, verdammt, ey. Oberhalb sind wir, sind welche. Ja. Gott, es sind zwei. Ja, ich hatte den einen Dorn. Ja, bei denen genau in die Schlitte gelaufen, im Grunde. Ja. Das war ungünstig. Haben die dich direkt gefinisht? Ich hab's jetzt gar nicht so gemerkt. Nee, ich war doch im Haus safe gelegen, aber... Ach so! Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht auf offener Flur einen Kampf mit denen angefangen. Das habe ich nur gemacht, damit sie dich nicht finishen. Ah. Wie alles auf Englisch auf einmal wieder. Was macht dein Clown im Büro? Faxen. Danke für dein Loot, HG.
Shooting Range? Ja. Mal dann. Da ist schon ewig nicht mehr der Menschen. Fällt mir gerade so ein. Ja, ich auch nicht, aber das ist ein bisschen weit zum Springen. Ja, nur so aufgefallen. Also einer fliegt mir das mit noch, glaube ich. Rest geht noch Severny. Nope. Ja, neben uns pendelt einer. Der will ins Haus, so wie ich. Ich habe ihn ausgenockt. Die Fäuste des Todes. Oh, ich jag da nur mit einer Schrotze. Ich muss jetzt mal heilen, ich bin so wie tot. Wo ist der? Ich hab ihn getroffen, glaube ich. Er läuft hinter mir her. Nein, der hat mich! Und findet mich. Oh, Vektor, verdammt. Ich hab halt nur einen blöden Crossbow gefunden. Dann ist den einen mit meinen Fäusten erledigt. Okay, ich bin nicht getroffen. Ja. Abgestürzt. Das Spiel abgestürzt. Nope. Oh, und jetzt gibt es ein Update. Sehr schön. Das ist aber nicht groß. Soll ich nicht warten oder soll man eine neue Lobby starten? Nee, passt. Ich bin gleich da. Ah, okay. Bin wir da. Aus Campo? Ja, können wir probieren.
Hier steht ein Boss. Ah, perfekt. Da will noch einer hin. Den gehen wir zuerst. Ja. Du fährst. Ja, hat ja geklappt. Die haben da hinten noch einen Buggy. Ich verstehe gar nicht, was sie da machen. Der eine ist fast direkt am Buggy gelandet. Mhm. Das war egal. Da ist noch ein Jeep. Ach, ist egal. Ich glaube, bis sie hier sind. Meinst du nicht? Ja, glaub auch nicht. Oh, Zone ist ja mal okay. Kann man durch, oder? Ja. Nur auf die Endzone gespannt, wenn wir die hier erleben. Wo ist ein Moped? Könnte noch mal Outback hier oben fahren. Lustig gespawnt, das Auto. Ja, das spawnt immer irgendwas lustig. Der Spawnpoint direkt auf dem Berg, auf dem Stein da ist. Hm. Hier ist ein Moped. Geht das? Geht das? Ja. Soll ich dich anschubsen? Nee, nee, ich ruckel ein bisschen, geht's. Ach komm, ich schubse dich mal an. Da steht noch ein Moppel, ne? Sau. Direkt überfahren worden. Du bist direkt vor mir rausgesprungen, Scheiße. Das ist nicht gut. Irgendwo bei mir in der Nähe. Okay. Ich versuche hier gerade eine Waffe zu finden. Ich habe eine doppelläufige gefunden. Nee, nee. Gut sein. Komm schon. Ich brauche nur die eine. Und eine AK ist noch. Eine OMP mit einem 16. Das war sie, komm mal wieder zurück. Das ist ein Stück.
Hier ist noch eine M16. Hab eine, danke. Okay. Ist das? Weiter in Osten, Nordosten würde ich nicht fahren oder gehen. Nee. Gehen wir wieder zurück, da steht noch ein Moped, wir können auch theoretisch wieder zurückfahren. Ja. Das große Haus hier und das ist noch alles nicht gelootet, oder? Das große habe ich genommen, ja, aber das hinten dran noch nicht, nee. Das hier das weiße vorne. Hier? Das noch nicht, nee. Eben. Ja, nur hier in dieser Polizeistation vorne drin. Hier sind zweier Weste. Ne, dreier schon. Okay. Hier ist aber noch ein Dreierhelm. Ja, warte, ich komme. Gerade durchlaufen einmal. Ich habe noch nichts an Heilung gefunden, ne? Ja, viel habe ich auch nicht. Hey Bienchen, hi. Karabiner gefunden. Ja, gönn dir. Kann dir dann die 556 Munition geben. Okay. Hast du noch 762er? Ganz wenig. Ah, der Kreis kommt ist. Ich will mal das andere Moped noch. Für die AK 60 Schuss. Ja, ich habe insgesamt 100 für beides. Ja, dann hast du mehr als ich. Ich hab 60 Schuss für meine automatische Waffe. Oh, da sind welche, das ist einer bei mir. Mach ruhig, ich habe einen gesehen. Den einen laufe ich jetzt von hinten auf. Ja, ja. Der Kumpel ist hier bei mir noch. Ja. Ich sehe sie beide. Ah, das ist gleich ausge... Ey, da. Rechts an, da. Ja, ich sag dir, mich, da kommt langsam. Zu mir, kommt zu mir, da findet mich. Ja, ja super. Boah. Überhaupt getroffen, ey? Oh. Ja, ich stand doch hinten dran. Die waren weit weg. Das ist einfach stehen lassen, ne? Ja, aber die waren, die haben schon direkt, kamen jetzt von der Seite von mir, ich musste ja zum Moped und ich musste an denen vorbei quasi zum Moped. Ja, ich meine, warum wolltest du zum Moped? Warum bist du nicht zurückgewichen? Ja, weiß auch nicht, weil ich auch killen wollte, ehrlich gesagt. Naja, genau. Ich stand hinter ihnen, hast du selber versaut. Mhm.
mit erwarten sollen, bis sie vorbeigelaufen sind. Nee, ich stand ja direkt hinter ihnen. Ich wollte gerade auf den einen schießen. Da bist du halt aus der Deckung rausgegangen. Da fingen sie halt beide an zu pushen. Ja, ja klar. Ja, das war halt ein bisschen beschissen zu Ende. Die haben da gut auf dich gewartet. Nein, die sind einfach nur vorbeigelaufen. Ich hätte gar nicht auf sie schießen brauchen, da wären sie mich gar nicht bemerkt. Ja. Aber erst wieder reinkommen heute, das ist. Wenn man Tage nicht gespielt hat. Ey, ich habe auch Tage auch. Ich habe auch Tage nicht gespielt. Ja, du bist doch schon eine Stunde dabei. Und hast einfach, glaube ich, gefühlt doppelt so, zehnfach so viel Spielzeit wie ich. Muss einer der Inseln können? Nee, bitte nicht. Das ist das Einzige, wo ich absolut Nein sage. Total nervig, die scheiß Inseln. Keine Ahnung. Wir können. Ja, wir können ja auch Chupamera auf jeden Fall. Ins Prison gehen. Zu zweit richtig. Ja, können wir auch machen. Jo. Wo dann an welche Straße ran? Hier eher, dass wir dann ein Fahrzeug finden, oder? Ja, genau. Ja. Die vordere. Geil. Nehmen wir die untere, oder? Ja. Wir werden eh gleich rausgeworfen. Also. Zwei sind eh bei uns, die fliegen mit und im 5 oder so sind AFK. Die gehen alle nach Los Higos. Der eine versucht zu pendeln, wohin auch immer. Wahrscheinlich direkt ins Prison. Ja. Schon was an Fahrzeug? Ne. Ja. Die Straße ein bisschen lang, oder? Doch, hier ist einer. Immer geradeaus. Okay. Die anderen, glaube ich, wollen nach oben in die Minen. Sind zumindest da so gelandet. Sind nicht in Los Higos gelandet. Oh, die Zone ist ganz okay. Ja, er rutscht, rutscht. Ja, was sagen die? Bislang, was ich hier arbeite, das erzähle ich nicht so gerne. Das ist quasi privat. Ich denke, das ist okay. Wenn ich wegläuft. Oh, die Handbremse angezogen, dass er den nicht abhaut. Da ist noch eine Zweierweste drin. Zwei Zweier. Oh, schön, der Fliegerspawn hier.
nie so oft eine UMP mitgenommen. Reiherhelm, sehr gut. Genau, ich sitze Kinositz ein. Mache ich beruflich. Ja, eigentlich bin ich Waschmaschinen-Trommeldreher. Aber nur Teilzeit. Hier ist noch ein Karabiner. Okay. Warst du in der anderen Halle oben? Ja. Okay. Hier nebenan da in den Gefängnisblock. Nee, Bienchen. Kannst du UMP ja gerne spielen. Ich hab da keinen Bock drauf. Oh, vier fahren wir sehen. Draußen spawnt ja auch Loot hier, das wusste ich gar nicht. Brauchst du noch zwei Helme oder irgendwas? Zwei Helme, ja. Der liegt bei mir oben. Erstes OG? Ja, erstes OG bei mir direkt. Ungefähr wo du bist? Der, direkt an der Treppe, ja. Mhm. Ich hab noch einen Kompensator für eine AR für dich. Hab ich einen, danke. Okay, dann. Ich hätte auch noch einen. Gehst mir hier noch schnell. Zwei Helme habe ich selber. Naja, Magazin bräuchte ich noch. Ja, auch noch Munition. 5,56er. Oh, ein 8er Scope, sehr gut. Brauchst du noch einen Griff? Graden, ja. Graden, ja, habe ich eingesteckt für dich. Ja. Hier ist noch eine SKS. Ich bleibe jetzt beim Karabiner, danke. Gerade auf dem Dach, ja, ne? Ja. Ein Kompensator gefunden, ja. Voilà. Ja, ich habe leider noch keine weitere Fünfer gefunden. Nur 30 Schuss, das ist ein bisschen mau. Ja, ich gebe dir noch was. Ich habe total 150. Also haben wir 180 zusammen. Noch ein Wangenpolster. Wieder 90. Auf jeden Fall hier durch.
Für den Looter geh. Kompensator für den SR gefunden, aber eigentlich ist sie für den Karabiner nicht so wichtig. Ja. Dein Karabiner ist auch komplett. Ja, mir fehlt noch ein Cheekpad vielleicht ansonsten. Hab ich für dich. Ah, sehr gut. Oh, Griff habe ich auch. Ohne kommt, ne? Ja. Soweit ist es ja zum Glück nicht. Ich bin im Auto. Jo, ich komme. Diese wahnsinnigen Heimika. Oh, so mit zu, ne? geht. Mit nur noch einen Brückenkämpfer da. Eine Brücke. Der. Aber auf der Höhe habe ich nie erlebt, dass einer gekämpft hat an der Brücke. Ich schon. Das Steuern des Todes. Ja. Komm mal. Wir werden doch rüber schon. Ne, wir werden nicht beschossen. Die vor uns werden beschossen. Ja. Das Ding ist, wir sind noch nicht drin. Ja, ich tu mir gerade mal was einpfeifen und dann. Also wir haben ein Team zwischen uns. Dann ran an die. Rausgekommen. Ah. Dann ran an sie. Du wurdest noch nie an der Brücke bekämpft, hä? Aber mir bislang nicht. Das ist nur, da bist du dran schuld wahrscheinlich. Ach so, alles klar. Warum höre ich denn auf dich und fahre auch noch? Du bist der Erfahrene, du musst hier die Kommandos geben. Ach, scheiße, ey. Ich mag solche Runden nicht, wenn du gar keine Chance hast, irgendwas zu tun. Ja, Biene, ne? Was der Gretrix sich hier rausnimmt. Wahnsinn. Ich unschuldig. So, so. Die Brille aufsetzt, dann sehe ich auch was. Ach, daran liegt's. Ja, klar, natürlich. Es liegt nur daran.
Der Mangel des Skill hat nichts damit zu tun. Oh, es hat Sienta. Wird schon gut gehen. So schneller als die ganzen Runden vorher können wir auch nicht sterben, also von dem her. Ein bisschen früher ziehen oder? Glaube nicht. Ah, ein Ticken. Wäre gut gewesen. Problem ist halt, dass plötzlich hier unter uns dann nochmal so eine Erhöhung quasi war. Aber eigentlich dürfte es ausgehen. Das waren, glaube ich, die einzigen. Ja, wir sind die einzigen. In San Martin sehe ich zwei Teams. Drei. Moin, Famos. Dann nehme ich den 2er-Helm, ne? Ja. Ich hör was. Hier kommt was. Ja, ich habe immer noch keine Waffe. Ich hab eine AK. Dann... Ander den Speck. Kann auch sein, dass wir weitergefahren sind, ich höre es nicht mehr. Wir sollten auf jeden Fall aufpassen. Winchester gefunden. Ja, schön, behalt die mal. Willst du eine Sky haben? Ich habe eine AK gerade gefunden, aber klar. Doch. Der 60 Schuss hier. Ich hab noch einer. Was? Alter, ey, der hat volle Ladung kassiert. Der ist bei mir direkt. Komm hier. Ach Mann, ey. Das ist doch wohl ein Witz. Gut gelaufen. Schon wieder. Manchmal verstehe ich die, aber die Trefferzone echt nicht. Der kriegt Körperschüsse, drei Stück mit der AK und hat, glaube ich, nur eine 1er Weste angehabt. Also, ja. Läuft auf jeden Fall heute. Rückwärts und bergab, aber es läuft. Ja, das waren dann wohl die beiden, die nachgerückt sind. Zwei erwischt oder was? Was sagtest du? Hast du zwei erwischt? Ja. Ah, okay.
Was für eine Zone. Wo ist denn ein Auto? Ach, die haben hier gelootet, alles klar. Sind mit dem Auto gekommen, haben hier wohl gelootet. Hier steht auch nicht wirklich ein Auto. Das ist Ed. Was ist mit dem, Fahrzeug, mit dem die gekommen sind? Das habe ich nicht gefunden. Komisch. Na gut. Jede Menge Medics darf. Zone sollte gleich da sein, ja. Ein Fahrzeug. Haufen Leute, die sich da gegenseitig ummähen. Octas hat direkt mal zwei geholt.
Da fährt einer. Fährt was. Ja. Die Leute, die immer da die Autos bringen. Ja, hab mir ein Auto gewünscht und da ist es. Und eine Dreierbesitz habe ich mir auch gewünscht. Die total zerschossen ist. Ja, find's gut. Warum ist meiner Leiche eigentlich nicht den Dreierhelm? Hatte ich? Ich hatte keinen Dreierhelm letzte Runde. Ich kann sagen, du hattest glaube ich keinen. Ja, noch ein Rotpunkt? Nee. Oh. Sieht so aus, als könnten wir gleich noch ein Auto leer räumen. Ja, der Dreierhelm. Und ein Achtfach. Was machst du da eigentlich? Sorry, ich esse was. Ach so. Das heißt, ich nasche Gummibärchen. Mal gucken, wie viel von Dreierhelm noch übrig ist. Ah ja, nur einmal getroffen. Trinkgeld geben kann, schau sie in die Videobeschreibung, da steht das dabei. Janis. Also Sekunden, okay.
Oh, hi. Wo sind sie denn hin? Echt schon weiter? Oh, Tatsache. Durchgerannt einfach. Hier unten den Jeep. Ah nö, ich nehme den Buddy wieder. Ich habe Zeit. Boah, die Zone ist aber auch grässlich. Wird ein Strandausflug. Der Bulli ist auch fast leer, ne? Geht was? Ja gut, nur jedes Fahrzeug wechseln. Ich mag das nicht so gern, mit dem Jeep durch die Gegend zu fahren. Bist du so schnell rausgeschossen? Mhm. Oh, die Karre wird komplett kaputt geschossen. Du hast es selbst bewiesen, man kann auch aus dem Bulli schnell rausgeschossen werden. Ja, das stimmt. Erzählen kann. Yield of Death. Ein zu früh losgelaufen. Fahrzeug. Oh, krass.
Gut, der war nicht drin. Ne. Ich glaube, du hast mehr ins Dach geschossen als alles andere. Hast du den Reifen groß geschossen? Naja, mit Absicht. Weil ich gemerkt habe, dass ich ihn nicht treffe. Aber clever ist er dann hinter die Kante noch verschwunden. Ja, ich glaube, das hat er unfreiwillig gemacht. Wer da wieder? Nee. Aber die beiden Hallencamper, die haben's gut. Ist so? Die beiden Hallencamper haben's gut. Findest du? Die bleiben in der Halle sitzen und warten darauf, dass irgendjemand vorbeikommt. Viel Spaß. Hey Feuerzeug, grüß dich. Er ist übergesprungen! Er hat über meinen Fuß gesprungen! Ich hab's gesehen. Sind sie denn Bäumen? Ja, ich weiß. Wartet nur drauf, dass du auf ihn zukommst. Er rettet gerade sein Mate, würde ich mal sagen. Hat nicht geklappt. Doch, du hast beide erwischt, oder? Ich hab den zweiten ins Gesicht geschossen, der wollte gerade wieder aufhören zu retzen. Oh. Feuerweste? Feuerweste? Keine Dreierweste. Schade. Die Zone. Ja, die Scheiße heute. Vorne fährt was. Von den Häusern weg wahrscheinlich. Och, nee, echt jetzt. Jupp, der ist hin.
Nur aus einer bestimmten Chalets, ja, genau. Und einen freshen 3er-Helm. Ohne M24. Auch ein paar Waffen hat er auch noch. Ja, kann man uns ja wieder hier restlos vollmüllen. Diese scheiß Häuser hier sind drin. Oh Jesus, da drüben steht ein Moped. Ist auf keinen Fall gespawnt. Der an den kleinen Arschlochhäuschen sitzt. Gut, immer sind noch drei Teams. Mehr Feuer geben hier. Die Zone ist asozial, also wirklich genau an dieser beschissenen Straße. Jedes Mal maximal weit weg von dir. Ey, darum geht's nicht. Es geht um diese beschissene Straßenkreuzung, ne? Nur darum geht's. Hoppala, hier ist einer, den Mann. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber er ist hier. Ja klar, er hat mich verraten. Da einer steht er doch. Steht er. Ja, ich weiß. Muss mal kurz hier verwenden. Ganz ruhig stehen bleiben, bitte. Ich habe gesagt, ganz ruhig stehen bleiben. Was? Ah ja, weiß immer noch nicht woher. Bei dir, oder? Okay, der ist so down. Kommt der amüsante Teil. Wow, erschreckt mich nicht so. Der liegt ja noch im Gras! Den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur versteckt, aber nur darauf gewartet, dass einer vorbeikommt. Ja. Ja, klar. Er liegt einfach auf der offenen Fläche. Also, ich würde mir das nicht trauen. Das hat ja zwar den Vorteil, wo ich da lang kam, dass ich ihn nicht wirklich gesehen habe, aber wenn da einer von oben guckt, dann liegt er einfach auf offener Fläche. Oh Mann, nee, was ein Lacker. Na gut, Vierter gewonnen. 11 Kills. Hi Lotta, hi Lucifer. Danke, danke Lucifer. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Hallo. Hi. Servus. Hallo, Killer Schaf. Hi. Da lag ja einfach nur so rum da. Der Dude. Ja, toll, ne? Ja, das ist echt ärgerlich. Ich gesehen hatte, war ich schon tot. Ja, das sah ich auch so. Seid ihr schon in-game? Ja. Ich starte gerade das Spiel, ich hab's vergessen.
Also, Feuerzeug ist bei mir offline. Oh, ich bin in der Lobby. Ah, jetzt. Ja, das war sehr schade. Ein paar coole Kills gemacht, schönen Stuff gehabt. Mal wieder bewiesen, dass die M24 jetzt doch One-Shot auf Dreierhelm ist. Doch, ja. Ja, das haben sie geändert. Aha. Ja, weiß ja nicht, wie viel der schon passiert hatte, oder? Ja, das kann man sehen. Ich habe das aber in letzter Zeit zu häufig gemacht und selbst schon erfahren am eigenen Leib. Ah, okay. Mach ihm nicht die Hoffnung kaputt. Okay, denn am eigenen Leib erfahren natürlich ist natürlich die beste Erfahrung. Ja, oder also da haben sie auf jeden Fall was geändert. Man hatte ja so gut wie kein Leben mehr vorher. Mhm. Ich meine, dann hätte ich mal was gehört, dass sie auf alle Sniper 10% mehr Schaden gegeben haben. Das reicht dann wahrscheinlich für die M24 und den Dreierhelm. Der Dreierhelm ist noch intakt, der ist nicht komplett im Eimer. Natürlich nicht mehr viel übrig, aber ein bisschen was hat er noch. Aber der Typ fällt halt instant um. Mhm. Okay. Was war denn jetzt los? Ah, meine Orientierung vom Stuhl ist weggegangen. Dann bin ich hinten geklappt und habe jetzt das Knie angeschlagen am Tisch. Besser als dass der Stuhl unter einem zusammenbricht. Ja, das ist schon besser. Chicken Dinner Pflicht. Aha, ihr habt's gehört. Hi, Unity. Ich denke, Biene sieht noch nichts. Mm-mm. Ja, dann. Also falls hier im Hintergrund bei mir Stimmen hört, ne? Ich entschuldige mich schon, dass ich mal nach. Sind das die Stimmen aus seinem Kopf? Die sind so laut, dass sie nach außen. Ich will nicht immer alles verraten. Gibst du ein Zeichen, wenn du was siehst? Oh, schön. Wie sieht er denn? Hab ich. Ah, oder da? Ja, grün, ja. Oder? Ja, das machen. Das schiebst du müde. Ja, ich bin heute ein bisschen müde. Wir fahren einen Club. Seit 3:45 bin ich schon wach. Wow. Ja. Mal ein Auto suchen oder früher ziehen, aber? Ne, wenn er hätten wir schon ziehen müssen, leg mal ein Auto, ja. Ich hab schon, haha. Du hast schon gezogen? Aber natürlich. Ja, sehe ich gerade, ja. Wer von euch hatte alles schon mal Schulden bei der GDZ? ja. Nee. Eigentlich nicht. Ich schon. Die sind doch ziemlich, sagen wir mal, nervig, wenn es darum geht. Penetrant, wolltest du sagen? Ja, aber ich wusste nicht genau, wie das Wort und wie ich es rauskriege. Deswegen habe ich es gelassen. Einfach frei raus. Einfach frei Schnauze. Dann wäre irgendwas anderes rausgekommen, aber nicht das Wort, was ich wollte. Penetrant vielleicht auch? Das war was ganz anderes. Echt? Psst. Ja, dran. Ja, auf jeden Fall habe ich heute angerufen und wollte mal wissen, wie viel ich denn oder wie lange ich denn noch zahlen muss, weil mir das ein bisschen seltsam vorkam. Ich hatte meinen Dauerauftrag 50 € gemacht jeden Monat, ne? Mhm. Ich hätte irgendwie 200, 300 Euro zurückzahlen müssen. Irgendwann mal. Jo. Und dachte so, das muss da eigentlich mal vorbei sein. Ich hatte das damals ausgerechnet. Und hab dann den Dauerauftrag für eine gewisse Dauer reingemacht.
Ich hatte irgendwie das Gefühl, irgendwie haut das nicht ganz hin. Hab da angerufen, 940 Euro Guthaben. Oh! Wow. Also wenn du das Geld nicht brauchst, ne? Dir gerne meine Daten. So geil. Er muss die nächsten 10 Jahre das kann GEZ nicht, bezahlen. Das kann jeder, nicht jeder von sich behaupten, bei der GEZ Guthaben zu haben. Das kriegen wir ja zurückerstattet. Ich sag ja nur, ich hätte gerne meine Daten. Das ist ja gut, aber eine Hausnummer. Ja. Hab ich auch nicht schlecht geschaut. Jeder Zweite sträubt sich dagegen und schenkt der GEZ. Nein, nicht schenken. Ja. Ich krieg das Geld ja zurückgezahlt. Ich werde Zinsen verlangen. Du hast quasi ja, gespart. Ich hatte ja keiner informiert. Ich stecke einfach mein Geld ein. Ich wollte gerade sagen, als ob die informieren würden. Hat, weil der Staat irgendwie sich darum schert, ob ihm viel Geld gibst oder nicht. Das war schon witzig. Also die Frau da am Telefon so, ja, das können wir aber nicht so weitermachen. Das ist sehr nett ausgedrückt. Ja. Also ich wäre dafür, wir überweisen Ihnen das zurück. Ach, nö, behalten Sie ruhig. Aber warum sich da keiner meldet, wenn eine Überzahlung eigentlich da ist? Ja, das ist der Staat. Keine Ahnung. Naja, es aber... ist ja nicht Staat. Psst. Ja. Mehr fast schon wie eine Steuer, als dass es Rundfunkbeitrag ist. Mist, von wo komme ich denn jetzt gerade? Ich habe keinen Rucksack. Ich kann nichts mehr aufheben und finde auch keine Waffe und oh, alles scheiße. Hi Lars, Baby. Ja, ich habe bisher auch weder Rucksack noch Waffe. Du bist nicht allein. Ein Feuerwest habe ich gefunden. Nein, haltet euch fest, ich habe einen Rucksack. Nein, schon. JGHG am Grillen. Sehr gut. Bin ich natürlich Befürworter. Ich will auch. Ja, du kannst ja herkommen, was grillen und ich esse. Also ich kann... Ich hab morgen frei, also sag sowas nicht. Stimmt, du hast ja morgen frei. Ich hab sogar noch ein paar Buletten. Du schieb, gib mir deine Adresse, ich bin in 2 Stunden da. Okay, Stunden hast du. Bei mir liegt ein Karabiner, wer mag. Ja, ich würde ihn nehmen, aber ich habe kein Visier dafür. Ich habe aber schon die Bullet Loops. Ich habe eine M4. Und ja, es ist wirklich eine M4. Keine M16, ne? Nein, das ist eine M4. Ich habe die Karabiner immer markiert. Jo, danke. Ich bin zufrieden, ich habe die ersten 2 Minuten überlebt. Ich weiß nicht, was du meinst. Hat keiner gesehen. Nein, natürlich nicht. Feuerhelm bei Gelb. Oh, 2 V-Visier. Ich werd nicht mehr. Ja, der Loot ist äußerst bescheiden. Ja. Und wir haben es auch äußerst weit. Ach du Scheiße. Ist noch äußerst bald los. Oh. Es ist äußerst scheiße. Gut, dass wir uns das äußerst darüber aufgeregt haben. Ich hab noch nicht mal einen Rucksack. Ich auch noch nicht. Ich hab jetzt Level 3 Helm und Weste. Brauchst du noch einen taktischen Schaft? Oder braucht irgendjemand einen? Ich nehm den mit. Ich hab ja mittlerweile einen Rucksack. Aktuell nicht. Ein Rucksack. Noch Mündungsfeuerdämpfer von AR, wenn jemand braucht. Ja, ich auf jeden Fall. Das ist ja ein AK. Also hier auf grün markiert wäre noch ein einer Rucksack. Falls jemand Bedarf hat. Waffe ist da. Wenn wir noch ein AK haben. Ich brauche Munition aber für die AK. Ich würde noch welche nehmen, wenn ich einen Rucksack finde. Bei
mir wäre ein Einser aufgesagt. Ne, ich habe einen Zweier gefunden gerade eben. Okay. Danke. Kommen wir nochmal den Dieb ran. Hallo. Ja, was haben Sie gefunden? Nix. Schatz. Was hast du gefunden? Nix. Doch. Achtfach? Nein, nein. Okay, es ist ein Achtfach. Nein. Vierfach? Dreierhelm. Nein, nein. Dreierrucksack. Nein. Eine Pfanne. Nichts im Game. Doch, natürlich. Ja, meinst du, hier läuft irgendwas nochmal am Fenster vorbei? Richtig. Ich nehme mich. Oh, hallo. Immer schön die Nachbarn anquatschen. Das ist eine alte Oma. Nein, danke. Oh, hallo. Ich geh nicht so auf das weibliche Geschlecht. Wie viele Zweierhände sind denn hier, Junge? Ja, ich hab auch schon den einen oder gefunden. Ich hab noch gar keinen. Hallo? Ich hab direkt hier im Haus einen. Oh, Entschuldigung. Oh, ach so. Werde schon, jetzt geht's rund, aber. Nee, aber wir müssen los. War nur die Inkontinenz. Wir müssen los. Ja. Könnte ich euch nicht mitnehmen, oder? Ja, nee, ich habe ja selber einen Jeep. Oder willst du wohl im Bus fahren? Feuerzeug, soll ich die mitnehmen? Ja, bitte. Wer nimmt mich mit? Da. Der Köstweg ist bei dir. Ja. Der rollt aber gerade von meiner Nase weg. Hey! Danke. Welche Richtung fahren wir eigentlich? In diese. Anders kommst du ja nicht hier raus. Nee, wir müssen rechts oben die Straße nehmen. Die wäre perfekt. Dreh ja nochmal durch. Ja, nee, ist jetzt. Wir nehmen auch die hier da vorne. Dann. Ja, mach mal. Würdest du bitte schieben? Ja, bitte, ich steche die Kette mehr aus. Tu es nicht, der wäre fertig. Ja, ja. Bevor ich das war, ja, eins. Oh, guck mal. Hi. Ich nehme das Schild nicht mit. Ich bin gewehrt. Hui. Wo fahren wir nicht lang? Ist dann Martin durch oder sollen wir außen rumfahren? Wir fahren lieber dran vorbei, oder? Ja. Sollte ja. Solange du mich hier nicht rausschmeißt. Oh, wir fahren dran vorbei. Komm, Schatz. Wir fahren doppelt. Okay. Hast du gerade meinen Freund Schatz genannt? Richtig. Ich geb dir da nochmal drei an. Was machst du hier? Ich war abgelenkt, tut mir leid. Hui. Mach die Pornozeitschrift dazu. Ich hab keine Verbände. Hey Roblox. Stehen bleiben und heilen. Oh, guck mal, hier haben wir viel Cover. Oh, 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 Vorsicht, Motorrad, er schlägt dich. Ja, sehe ich schon. Ganze Fahrt ist passiert beim. Hat irgendjemand Verbände? Nein. Ja. Ich habe jetzt noch zwei. Ich habe gar keine. Ja, dann vergiss es. Warte, ich komm rüber.
Oder sind wir noch Verbände? Ich hab noch ein paar übrig. Ich hab den Karabiner vergessen. Ja, wollte ich gerade sagen, weil ich das sehe. Ah, egal. Jetzt ist es eh zu spät. Kann jemand irgendwas hiervon gebrauchen? Guck. Da. Oh, schade ja sehr. Sag ich doch, ich hab was Tolles gefunden. Echt? Ach, für meine SKS. Brauch ich mal noch einen Griff, ey. Griff haben wir. Ja, ist noch AR. Bescheidener Loot heute. Hier ja, vor uns auf 20 sind zwei Autos. Ja. Angeparkt. Da fährt doch was. Fährt ein Moped. Ja, ich sehe. Ach da. Wir haben noch ein Visier, da steigen welche aus am Moped. Ui, ja. Ui. Mensch. Wenn ihr schießt, glaubt ihr auch. Ihn. Sehr schön. Insel ist dein Leben. Danke. Ich umlaufe den anderen. Wir werden zurück. Gib mir Mühe. Dann schieb ich zurück. Außerhalb der Zone. Mhm. Ja, ja, ja. Da vorne in den Häusern will ich was behaupten. Ach, da oben. Wo oben? Achso, ja. An welchen Häusern? Ich habe null Ahnung. Hallo? Andere Seite? An beiden Seiten. Zack, eine Seite mit Fahrzahl. Mich heilen. Oh. Oh Gott. Okay. Das hier war auch einer übrigens. Auf dem Gelände. Woher schießen die? Die Säcke? Zone dran. Ja, wir sind weg. Was ist denn die Frage, Roblox? Auto kaputt. Wir können es trotzdem nehmen. Die. Ach, da vorne läuft er, okay. Irgendwo auf 0 oder 10 Grad irgendwo sein. Okay. Oh, muss einmal rum. Mit dem Zusammenspielen, das ist ein bisschen schwieriger. Ich gucke halt schon, dass es wenigstens Leute sind, die ich ja schon öfters im Teamspeak oder ja im Teamspeak gesehen habe oder auch im Chat und wo ich eben auch denke, dass sie in den Stream passen. Ja. Deswegen
Und wenn ich dein Profilbild so sehe, du scheinst noch recht jung zu sein. Das finde ich nicht so gut für den Stream, ne? Sei mir denn nicht böse. Und da hinten sind die Dudes 150. Hinter dem Hügel noch. Gesehen. Was ist denn? Min wurde auch geschossen, ne? Solltest du nicht alleine loslaufen? Wie sieht drei Stück. Ihr seid drin, ihr könnt eigentlich Feuer öffnen. Bitte? Ah, da drüben. Einen habe ich. Komm hier runter, komm hier runter. Mhm. Ja, der Palmer. Da vorne, der Palme, genau. Ja, ja, nee, das ist. Das ist auch der Typ, der ausgenockt war. Na gut. Ui, drauf! Da kam doch jemand zu mir geflogen. Hallo, es ist sehr hell hier. Kommt jemand geflogen? Ist der noch Munition? Ich brauche noch Munition, fällt mir auf. Ach, der hat bestimmt was mitgebracht. Ja, der hat hier. Ich glaube, der ist noch da. Weiter oben. Oh. Feuerzeug ist down. Hier ist noch einer. Das hasse ich. Ich lasse die anderen Dudes in Ruhe und die finishen ein. Sind die genau? Ich hab sie nicht gesehen. Oma, der Palme. Oben in der Palme. Oben in der Palme, ja. Der ist ausgenockt an der Palme oben. Oh nein. Boah, Granate. Der andere war an der Kehle hier, in den Hügeln. Der mich gefinisht hat. Vorsicht. Noch eine Granate. Eine Granate. Oh, ich hab einen Kill drin. Echt? Ja, oder oben. Vorsicht. Der kommt da über den Hügel. Bin er gleich bei dir. Genau, aufs ja. Kann mit der Uzi einfach nicht. Ich kann. Einfach. Ja, nicht. Die Uzi ist nicht die richtige Waffe. Ich treffe auch nix heute, ey. Jetzt. Er lädt nach. Na gut. Mann, was ist denn? Oh, jetzt. Ach oh Mann, ey, ich bin heute zu gut für irgendwas, ey. Oh. Bei mir hakt's auch immer ab und zu ein bisschen wieder heute das Spiel. Keine Ahnung warum. Eine Runde würde ich noch machen, danach kommt auf jeden Fall eine Pause. Okay. Oh ja. Sind wir dabei? Ah, der ist cool. Danke für den UTG. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Wie Häuser ziehen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß es. Der ist irgendwie total makaber. Ja, gar nicht. Aber trotzdem irgendwie witzig. Ja. Den darf ich mir, glaube ich, 7-mal in der Woche von meinen Auszubildenden anhören. Biene, ich habe einen neuen Witz. Und dann kommt der Scheiß. Ich habe
ganz neu in einem Stadtviertel hier entdeckt, dass es da irgendwie zu guten Ton gehört, wenn man mit seiner Katze Gassi geht. Also mit Leine und so. Super krass, ich war 2 Stunden spazieren vorgestern. Bin dabei 3 Katzen an der Leine begegnet. Hier gibt es auch eine Nachbarin, die geht deren Kätzchen spazieren an der Leine. Das habe ich damals mit meinem Kater auch gemacht, als ich noch in Köln war. Auch ein reines Großstadtphänomen, oder? Wahrscheinlich. Ich habe am Rande von Köln gewohnt. Am Adelklub. Ich habe meine Stadt nicht als Großstadt bezeichnet. Ich würde Bremen jetzt auch nicht als Großstadt sehen. Ah, Bremen ist schon groß. Nein. Flughaf. Ja, wir können Georgopol nehmen. Das Oder willst du mit den Menschen? Du hast vorhin gemeint, du warst schon lange nicht mit den Menschen. Ja, aber zu viert. Ja gut, das ist zu ein bisschen wenig. Ja. Wir da rüber irgendwo. Hui! Hüpf! Noch sehe ich nichts. Ich auch nicht. Das war blöd. Und auch nicht? Boot ist da doch. An der Brücke. Ja, da steht ein Boot direkt, ja. Da läuft einer. Da läuft einer. Auf 130, nähe Brücke. Meißi und Stein, K.O. Warte, ich schau mal, ob ich eine Waffe finde. Ja, ich glaube, der wird zu einem Boot gehen. Jetzt läuft er quer über die Straße, auf der Straße rum. An der Brücke direkt, oder was? Ja, direkt auf der Brücke. Verteidiger gegen das Boot. Place, falscher Ort und absolut unnütz. Da kommen sie mit Moppet. Ein Boot. So. Noch ein Auto. Ja, wir haben kein Auto, ja? Das wäre natürlich hier geil. Achso, du hast ein Boot. Ja, dann auf. Ja. Bietchen. Ich komme. Attacke. Oh, hier schweben wieder Steine in der Luft. Die Zone ist auch gut. Sollen wir jetzt dann die andere Seite von Georgopol nehmen, wenn die alle darüber gefahren sind? Keine Ahnung. Ich schließe mich dir mal halt an. Ja, können wir auch noch. Muss eigentlich genug zu finden sein. Hallo. Auch noch eine Katzenleine. Ich könnte es eigentlich nochmal versuchen, mein Kater. Wie? Was? Mit was? Mit meinem Kater Gassi zu gehen. Ach nee, ich finde das so doof für Katzen, ey.
Der geht ja so schon geduckt, wenn ich eine Leine anziehe. Wenn du eine Leine anziehst. Aha. Ich ihm. Ja, dann geht er mit mir Gassi. Was geht denn bei euch im Schlafzimmer ab? Bei mir in meinem Kater oder jetzt bei mir und Feuerzeug? Es ja. Wird gerade beides interessant. Mama? Es ist beides ähnlich. Ja, ja. Hi, Turboplayer. Je nachdem, was ihr da macht, ja. Ich kuschel nur mit meinem Kater. Mhm. Wie langweilig. Danke mit meinem Kater. Ich habe schon witzige Sachen gefunden. Ich habe 2 Versuche und Shadi esse, ja. Oh. Danke. Ich hab eine Piste. Eine Schrotze. Und ein Zweierhelm bei mir. Upsi. Zweierhelm. Nehm ich. Bei Westen nehme ich auch. Hier kommt ein Auto. An der Straße. Ey, nicht getroffen! Das Auto brennt schon gut. Pusse aus. Ganz hinten angehalten. Wo ist ganz hinten? In der Stadt oder was? Hier, exakt da, an der Ecke. Ah, okay. Yep. Sing, mein Kind, sing. Turboplayer, das Thema ist nun schon recht alt und wurde sehr, sehr oft beantwortet. Das ist eigentlich durch das Thema. Ne? Nicht böse gemeint, hat nichts mit dir zu tun. Aber irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, da ist dann auch vorbei. Also, ich glaube, das ist schon 2 Monate her. Keine Waffe. Hat jetzt eigentlich. Jetzt glaube ich nichts mehr, wo wir jetzt 16. noch drüber reden. Reden muss. Schon mal. Oder sollte. Auto. Dorn. Habt ihr runtergefahren? War da hinten zu den anderen hin, ne? Denke ich auch. Ja, ja, tun sie. So hin? Ich sehe das Auto auf jeden Fall. Da steht keiner drin. Sitzt keiner drin? Ja. Wollen wir ran, oder? Nee, direkt im nächsten Haus. Unten drin. Ich warte, bis der rauskommt. Okay, da geht er auf, da geht's auf. Da ist unten. Ich hab kein Visier, sonst würde ich mitmachen. Ich hab einen 4er, 1. Auch kein Visier, ich hab nur einen Rotpunkt.
versuchen, es wird hier zu. Hm? Ach, du hast ja auch nur eine Dingens, oder was? Ja, OMP, klar. Das ist trotzdem das Vierfach. Also ich warte, bis er einsteigt. Ich schieße dann einfach den Fahrer raus. Wenn sie einsteigen. Sie werden einsteigen. Okay, wenn ihr hier seid, gehe ich noch hinten das Haus hinten rein. Vielleicht finde ich schon Eier noch. Nö, ist kein Problem, Turbo Player, ne? Alles gut. Hat mich übrigens auch gewundert. Ist aber so. Hi Kassi. Oh. So, was ist denn jetzt hier mit der Party? Könnt ihr mal einsteigen? Okay. Die sehen dich. Nee, nein, die schießen nicht auf mich. Die haben immer noch die anderen, die hinten angehalten sind. Ich dachte, die gehören zusammen. Nee, glaube ich nicht. Warum sind sie hier? Oben auf dem Dach liegt einer. Okay, auf dem Dach. Auf dem anderen Dach ist auch noch einer mittig. Welchem Dach? Weiter raus. 20 schon. Das hier. Okay. Immer noch im Nebenhaus. Ich habe einen Steppen gehört. Da ist auf jeden Fall keiner mehr. Wir haben auf jeden Fall ein Fahrzeug, um wegzukommen von hier. Hier ist ein Fahrzeug. Ja, ja, das auf jeden Fall, meine ich doch. Ach so, ja. Er ist immer noch im Haus. Hier ist das Fahrzeug im Visier, falls er sich da reinsetzen will. Da unten ist er, unterstes ja. Stockwerk. Kommt gleich raus, würde ich bitten. Da ist er außen. Ja. Unten läuft er. Ja, von jemand anderem. Ach du. Ein Kumpel, doch, der läuft im Kumpel Haus. Wieder. Im Haus ist ein Kumpel. Der geht wieder rein, die sind beide noch drin. Oh, die ist drin. Die tut weh. Ui.
Ausgenockt. Jetzt müssen wir pushen eigentlich. Oben kommt einer, Cheap. Oben rechts vom Berg. Läuft einer rüber. Das bin ich. Ach so? Oh. Oben das ist rechts. Aber nicht außerhalb der Zone, oder? Nee, stimmt. Ich bin nicht außerhalb der Zone, nee. Jungs, rein da. Oha. Hinter mir. Ja, okay, da kommt oben rechts die Zone, der schießt auf ihn. Sag ich ja, dass da einer ist. Komm ran, ich guck. Komm nach unten. Siehst du ihn noch? Nee, ich seh nicht, aber ich guck hoch. Wenn du runterkommst, kann ich weiter dich decken. Der im Berg verschwunden wahrscheinlich. Ja. Aber du musst halt runterkommen. Du musst jetzt oben die Zone wieder reinkommen, theoretisch. Patrick? Achso, ich bin gemutet. Patrick, komm runter. Oh, hier bei mir ist einer. Komm runter, Patrick. Oh. Ja, ach Mann, ey. Wo sind die? Dabei. Einer ist bei mir drin. Das ist scheiße. Oh, ich wieder das gleiche. Ich lasse ihn in Ruhe und er findet mich. Ich bin hinterm Sofa versteckt. Einfach komplett aus in der Zone außen rum gelaufen oder was? Ja. Der neuen Helm. Vorsicht. Hier fehlt noch einer. Ja, der ist oben bei mir am Berg. Er hat mir gerade eine Granate hinterher geworfen. Deswegen bin ich jetzt auch hier. Irgendwo in Richtung 70, glaube ich. Also da, wo du gerade in die Richtung schaust. Biene? Oh. Ja. Nordosten. Gut, ein, ich sehe. Er läuft links den Berg hoch. Komm jetzt ins Haus rein, bitte. Heide dich und komm schnell ins Haus rein. Biene? Komm ins Haus rein. Er ist oberhalb jetzt von euch. Ja. Heil dich. West. Nordwest, sowas. Da müsst ihr mal los, die Zone ist schon. Bist du eine M16 mit Charlie an? Nö, danke. Bist du eine Mini mit Charlie an? Die Mini. Naja, nee, lieber nicht. Ich glaube, alles geil, es reicht. Ja, dann gebe ich hier aber den Charlie. Hier. Okay. Was war das? Keine Ahnung, war bei dir. Wie? Okay. So, ich habe eine Idee. Ich laufe hier. Hat er gerade sich aus dem Auto geschnappt? Ich glaube nicht. Genau. Das ist zwar allgemeiner. Ah, da oben ist er. Sieh ihn. Nordosten auf dem Berg. Ja, komm zu mir bitte. Komm. Wird geschossen. Er will da nichts anderes, als uns die ganze Zeit hier aufhalten. Ja, genau. Ah.
Hi, Fröschen. Oh. Ja, der steht aber komisch hier. Ach, Quatsch, gehört dazu. Ja, der kommt. Vorsicht. Ich hab ihn gehört. Ist egal, lass fahren. Ist wahrscheinlich rechts angefahren. Aber ich hab den UAZ gehört. Der Reifen ist kaputt. Ach Quatsch. Voll, oder? Und die Kiste Quantenbeine ist nicht so hässlich. Oh Gott. Ja. Oh, warum macht die Kiste das denn noch? Mach ja gar nichts. Fahrzeug kommt. Da hat gerade einer mit einer Granate 5 Leute geholt? Scheinbar. Ja. Ja. Jo. Respekt. Würde ich auch gerne können. Oh, diese Karre. Der hat gerade auch viele andere noch geholt, ne? Wahrscheinlich. Ja, natürlich, wenn er die Ausgenockten dadurch quasi finished, dass er das letzte Mate mit der Granate killt. So, ich kann mal heilen. Ja, das wird jetzt witzig. Glaub mir, das wird witzig. Na gut. Sehe auf jeden Fall einen in dem grauen Haus da. Jo. Wie gesagt, haben wir noch einen Rotpunkt, ne? Ich hab mal Heller bekommen. 60 von mir aus. Oh nein! Willst du es spannend machen, ne? Hm. Knackt das schon. Hast du was dagegen? Nein, schrei mich nicht so an, Junge. Ah, so ein Baum, Stein, Baum, Stein. Vinu? 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 Stein und Baum. Meine Freunde. Kommt das Moped angerollt? Ja. Ich glaube, der Fahrer schafft es nicht mehr. Hauptsache das Moped ist dazu, ne? Hauptsache das Motorrad, ja. Da fehlen aber noch welche aus der Richtung. Da läuft, da laufen sie. Hinten, ja. Gib mir einen dabei. Auf 20. Ah, Billy war ausgenommen. Da schnell noch einer von.
Noch einer. Okay. Ich hab Kills rein bekommen. Meinst du, ich kann mal hinlaufen, guck mal, wer ein Visier hat für mich? Würde ich nicht machen, die wurden übel beschossen. Ja, von rechts, vom Airdrop Richtung. Ich meine, es ist völlig open field, das ist. Ich sehe es auch. Oh, ich hier. Genau, gar nicht. Mal hinter uns so ein bisschen. Jetzt könntest du reingucken, aber es tut halt auch tierisch weh, ne? Schnell. Mach nicht, Biele. Mach sehr ruhig. Gibt's doch nicht. Nein, nicht. Ja, aber raus. Wenn wir Achter haben. Ich. Den Charlie kann man sich für die Mini auch sparen, ey. Ich hab einen Vierer, also ich kann dir tauschen, wenn du nicht willst. Ich hab einen Achter und einen Vierer. Achso. Ich war einfach mal so frei und hab das Achter mitgenommen. Nett. Wenn du es möchtest. Ja, klar. Du spielst doch nicht gern damit, ne? Nope. Mir zu groß. Warum lachst du jetzt? Ja. Ich hab auch gerade überlegt, warum lacht ihr jetzt? Das kennt er wohl. vor mir. Ja, er hat mich auch gesehen. Aua! Ich auch. Ja, ich hab Melder. Ich hab den zweiten nicht gesehen. Ich lieg aber safe. Oh, aber der Weg dahin ist gefährlich. Schade. Nein. Ja, ich habe den zweiten nicht gesehen. Hier, Guti. Ja. Also ich mache jetzt auf jeden Fall ein Päuschen. Und das wird auch ein bisschen längeres Päuschen. Und da wollte ich heute ja noch ein bisschen Simracing machen. Da muss ich mal nachschauen, was man da machen kann. Und ich weiß noch nicht, ob sie jetzt direkt kommt. Oder ob da noch mal PUBG kommt. Ich zumindest werde mich bei Twitter melden. Mhm. Ich werde dich verfolgen. Wie dir wohl aufgefallen ist. Ja, ist mir aufgefallen. Ich hab's gesehen. Ja, dann vielen lieben Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die ganzen Loots. Danke an meine Mitspieler. Danke an die ganzen Leute im Chat. Und bis später. Ciao, ciao. Tschüss.